Die digitale Transformation wird die Rangliste der wertvollsten Unternehmen nachhaltig durcheinanderwirbeln. Es ist die Zeit der begeisterten Newcomer, der tatkräftigen Kundenversteher und der innovativen Gestalter. InnoSabi ist eine Erfolgsgeschichte. Eine Idee, 4 Gründer, mehrfach ausgezeichnet und viele sehr zufriedene Kunden. Das Erfolgsmodell von InnoSabi beruht darauf, dass wir unseren Kunden, nämlich großen Unternehmen, dabei helfen, ihre neuen Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen. Das machen wir, indem wir ihnen helfen, in Innovationsprozessen sehr, sehr früh mit Externen zusammenzuarbeiten, häufig mit Nutzern der eigenen Produkte, mit Kunden, um so das Flop-Risiko der neuen Produkte zu senken. Das fängt an bei Ideengenerierung, bei der Ausarbeitung von Konzepten, bei Prototypentests. Alles das, was man vorher vielleicht im stillen Kämmerlein im Unternehmen abgewickelt hätte, macht man jetzt in Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit dem Ziel, neue, erfolgreichere Produkte auf den Markt zu bringen. Viele, die ein Unternehmen neu gründen wollen, denken, sie brauchen die große, die eine Idee, mit der sie dann erfolgreich sein werden. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, ja klar, ich brauche eine Idee, ohne wird es schwer, aber die muss noch nicht ausgereift sein. Ja, das kann ein erstes Gefühl für eine Idee sein, das kann eine Richtung sein. Und das, was es dann erfolgreich macht, ist die Fähigkeit, diese Idee weiterzuentwickeln, kontinuierlich an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen und eigentlich sein Produkt, sein Geschäftsmodell kontinuierlich zu verändern, zu shapen. Und da gibt es dieses schöne Sprichwort, ja. Erfolg in einer Gründung ist 1% Inspiration, 99% Perspiration, und das kann ich zu 100% bestätigen. Chancen für neue Geschäftsmodelle entstehen dank der neuen Technologien beinahe im Sekundentakt. Social Media, Communities, Big Data, Mobility. Das sind nur Schlagworte, die umschreiben, welcher Dynamik sich neue und gestandene Unternehmen gegenübersehen. Gerade für Unternehmen mit gereiften Strukturen, mit Unternehmen, die etablierte Prozesse haben, viele Mitarbeiter, sind natürlich Prozesse der digitalen Transformation schwieriger umzusetzen als für die Unternehmen, die neu gründen und alles von Anfang an neu aufsetzen können. Das heißt aber auch, dass diese Unternehmen sich fragen können, was können wir mitbringen, was wir heute nutzen können, was sind unsere Wettbewerbsvorteile auch in der digitalen Transformation, beispielsweise etablierte Vertriebsprozesse oder Ähnliches, die man eventuell mit neuen Geschäftsmodellen und neuen Ansätzen weiter nutzen kann. Crowdsourced Innovation heißt nicht nur Zusammenarbeit mit dem Kunden, Zusammenarbeit mit dem Nutzer, sondern Crowdsourced Innovation verändert auch die Zusammenarbeit der Mitarbeiter in Unternehmen. Das heißt, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter wird deutlich kollaborativer, wird deutlich flexibler, geht vor allem auch über die traditionellen Grenzen der verschiedenen Abteilungen hinweg. Ja, also um Crowdsourcing in der Produktentwicklung umzusetzen, muss beispielsweise das Innovationsmanagement sehr eng zusammenarbeiten mit der Marketingabteilung, mit der Kommunikation, mit der Produktentwicklung und schlussendlich dann auch noch mit den Social-Media-Leuten. Also das ist wirklich ein unternehmensübergreifender Ansatz. Und viele unserer Kunden berichten uns, dass Crowdsourcing da tatsächlich auch Gräben, die vielleicht bisher existiert haben, überwunden hat, ja, weil auf einmal alle an einem Strang ziehen mussten, um nachher die Wünsche der Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Im Zeichen des überall verfügbaren Internets ist der Wettbewerb stets nur einen Klick weit entfernt. Smartphones, Tablets und mobile Anwendungen sind längst tägliche Begleiter im privaten und geschäftlichen Alltag. Nur ein gutes Produkt oder eine gute Lösung zu haben, reicht heutzutage nicht mehr aus, um Kunden zu finden und zu binden. Wenn man durch Crowdsourcing nicht nur Kundenbedürfnisse verstehen will, sondern auch neue Lösungen für technische Fragestellungen finden will, dann eignet es sich häufig, einen sogenannten Open Call zu starten. Das heißt, man beschreibt seine technische Herausforderung und geht dann davon aus, dass in der Crowd, also in der Masse der Menschen, die ich heute vielleicht noch nicht unbedingt kenne, dass es da Menschen gibt, die dieses Problem schon in einem anderen Kontext gelöst haben. Und diese Menschen zu finden, deren Lösung auf das eigene Problem zu adaptieren, ist häufig deutlich schneller und effizienter, als eigene R&D-Kapazitäten aufzuwenden, um dieses Problem zu lösen.
Die Zusammenarbeit mit dem Kunden, die sollte natürlich nicht nur punktuell erfolgen, sondern die Zusammenarbeit mit dem Kunden sollte wirklich entlang seines kompletten Lifecycles, wie man das so schön nennt, erfolgen. Das heißt, ich fange an mit der Zusammenarbeit in der Produktentwicklung, im Innovationsmanagement, aber ich beziehe natürlich weiter auch ein, wenn das Produkt schon längst am Markt ist, in der Kommunikation, im Kundenservice und richte alle meine Prozesse darauf ein, vom Kunden her zu denken. Ich meine, wir haben vielleicht auch gerade in Deutschland natürlich häufig dieses Bild im Kopf, wenn man hat das dann sehr bildlich von dem Entwickler, der im Keller sitzt und nicht unbedingt den Austausch mit der Außenwelt sucht, weil er nämlich natürlich ein wahnsinniges Verständnis von Technik hat. Das ist weiterhin wichtig, muss aber zusammengebracht werden mit der Sichtweise, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Wer sich auf das eigene Kerngeschäft fokussiert, braucht die richtigen Partner und Dienstleister, die dem Unternehmen nützliche Services zur Verfügung stellen. Wo früher der IT-Handel oder der Systemintegrator der richtige Partner für IT-Infrastruktur war, da stehen heute agile Service-Provider und mitdenkende Experten zur Verfügung. Ein optimaler Partner für uns, ein optimaler Dienstleister, lebt genau diese Kundenzentriertheit, über die wir gerade gesprochen haben. Er stellt uns als Kunden ins Zentrum seiner Dienstleistung. Das heißt für uns ganz konkret, dass er nicht nur uns heute eine Lösung verkaufen möchte, sondern dass er vor allem unser Wachstum und unser Geschäftsmodell begleiten möchte. Dass er versteht, wo wir hinwollen und diese Entwicklung auch flexibel mit abbilden kann. Dass er uns hilft zu wachsen und uns nicht mit Strukturen bindet, die uns heute blockieren, sondern dass er uns hilft zu skalieren und uns begleitet. Im ganz konkreten Beispiel kann ich unsere Hosting-Lösung nennen. Wir hosten unsere Daten in verschiedenen Hochsicherheitszentren in Deutschland und haben bei der Auswahl des Partners besonders darauf geachtet, einen festen Ansprechpartner zu haben, mit dem wir über unseren Businessplan sprechen können, mit dem wir über unsere Wachstumspläne sprechen können und der auch aktiv Vorschläge macht, wie wir diese gut umsetzen können.